Im heutigen Video, warum bekommen Jurastudenten so wenig Punkte, 4 Punkte und weniger? Das schauen wir uns heute an, denn es gibt 3 Hauptfehler, die diese Jurastudenten machen, die du vielleicht gerade machst, wenn dich dieser Videotitel angesprochen hat und du das hier geklickt hast. Dann wahrscheinlich stellst du dir dann jetzt gerade die Frage, warum schaffe ich es noch nicht, dauerhaft meine Klausuren zu bestehen? Und warum schreibe ich immer noch Klausuren, wo ich am Ende durchfalle und eben nicht die 4 Punkte bekomme, um zu bestehen? Und ich kann dir direkt schon mal sagen, wenn du dieses Video guckst, es liegt nicht an deiner Intelligenz und es liegt auch nicht an deinem Verständnis von Jura, weil du weißt selber genau, du verstehst die Themen, die du da gelernt hast. Dir gelingt es nur noch nicht, dein Wissen auch entsprechend zu Papier zu bringen, so wie du es eigentlich beherrschst. Oder ist das so ungefähr deine Situation? Also würde ich sagen, lass uns mal anschauen, woran es tatsächlich liegt. 3 Gründe. Grund Nummer 1 ist, erfahrungsgemäß, ich spreche jede Woche mit Jurastudenten und meistens ist es so, dass du, wenn du dieses Problem noch hast, Präsenzwissen nicht auf eine bestimmte Art und Weise auswendig lernst. Das ist der Grund Nummer 1. Warum ist das so und was heißt das? Wenn du in deinen Klausuren sitzt, dann geht es ja darum, dass du das inhaltliche Wissen auf eine bestimmte Art und Weise nutzt, um einen Fall durchzulösen und dass du das dann auf eine bestimmte Art und Weise zu Papier bringst und darstellst, damit du auch viele Punkte dafür bekommst. Also, dass du einerseits das inhaltliche Wissen hast, um deine Fälle durchlösen zu können und dass du die richtige Klausurtechnik hast, um das Ganze dann auch richtig darzustellen. Das sind die beiden Puzzleteile, die du benötigst. So. Und wahrscheinlich fehlt es dir schon an dieser Stelle inhaltliches Wissen an einem bestimmten Ding, nämlich an dem Präsenzwissen, das du in Klausuren brauchst. Und dieses Präsenzwissen, das sind Informationen, die du nicht einfach nur verstanden haben musst, sondern das sind Informationen, die du wirklich präsent in der Regel im Wortlaut im Kopf haben musst, sodass du die Möglichkeit hast, die in deiner Klausur einfach abspulen zu können und an der richtigen Stelle in deiner Lösung einzusortieren. Und das ist insbesondere Prüfungsschemata, Definitionen und die wichtigen Probleme mit entsprechenden Argumenten dabei, die du in der Klausur einfach beherrschen musst. Und wenn du deine Klausuren noch nicht bestehst oder dich immer so um diese 4-Punkte-Grenze bewegst, vielleicht auch mal 5, 6 Punkte schreibst, dann lernst du wahrscheinlich dieses Präsenzwissen nicht auf eine bestimmte Art und Weise auswendig. Das heißt, du lernst zwar irgendwie, aber du verlässt dich darauf, dass du in der Klausur dann den Stoff schon irgendwie beherrschen wirst, ohne den vorher systematisch auf eine bestimmte Art und Weise auch zu wiederholen. Das heißt, du hast wahrscheinlich noch nicht ein wirklich strukturiertes Wiederholungssystem, wo du dann weißt, welchen Stoff du dir konkret da festhältst, also wie du dir den klausurrelevanten Stoff erstmal rausfilterst, das Wichtige vom Unwichtigen trennst und der diesen klausurrelevanten Stoff dann festhältst und wie du den dann so organisierst, dass du den automatisch, systematisch wiederholst, damit der nicht nach einem Tag, nach 2 Tagen wieder aus dem Gedächtnis rausgeschmissen ist, sondern dass du wirklich diesen Stoff, den du festgehalten hast, auch sicher am Ende in der Klausur abrufen kannst, weil du den auf eine systematische Art und Weise wiederholt hast. Weil wenn du das nicht machst, dann werden dir in der Klausur Informationen fehlen, die du aber zwingend brauchst, um den Fall richtig durchlösen zu können. Ich habe bei mir selber auch irgendwann festgestellt, als ich zum ersten Mal damit angefangen habe, vor einigen Jahren, wirklich systematisch zu wiederholen und das zu machen, dass es in Wahrheit die ganze Zeit schon darauf angekommen ist, einfach Definitionen im Wortlaut zu beherrschen und die in der Klausur einfach nur absolut semi-intellektuell hinzuschreiben. Wie leicht ist das denn? Das ist ja einfach nur Anforderungsbereich 2. Also nicht Leseverständnis, aber einfach nur eine Information wiedergeben, die man auswendig gelernt hat. Simple as that. Und der Trick ist erstmal auf der ersten Stufe einfach nur, auch dieses Wissen auswendig drauf zu haben und die Definition einfach als Präsenzwissen zu beherrschen. Das machst du wahrscheinlich noch nicht. Der zweite Punkt, warum Jurastudenten so schlechte Noten bekommen und was du vielleicht aktuell noch tust, was dich davon abhält, bessere Noten zu bekommen, ist, du hast wahrscheinlich keine systematische Anwendung in deinem Lernalltag. Denn viele Jurastudenten, mit denen ich spreche, die wahrscheinlich auch deine Probleme haben oder hatten, wenn sie bei mir Teilnehmer geworden sind, das ist, dass die erzählen, dass sie nicht genug üben, dass sie nicht genug Klausurpraxis bekommen und wahrscheinlich weißt du das auch und übrigens an der Stelle Respekt, dass du das Video dir einfach so reinziehst, weil ich bin die ganze Zeit hier deine aktuellen Probleme am Fronten und du bleibst trotzdem dran, also dein Ego steht dir auf jeden Fall schon mal nicht substanziell im Weg, Respekt dafür. Du hast wahrscheinlich keine systematische Anwendung im Alltag. Das heißt, es ist wahrscheinlich nicht so, dass du aktuell Klausuren wirklich jeden Tag
löst, dass du jeden Tag systematisch eine bestimmte Phase in deinem Lerntag eingeplant hast, die du einfach nur immer dafür verwendest, eine Klausur durchzulösen, um dadurch deine Klausurfähigkeiten zu üben und um dadurch deine Wissenslücken aufzufüllen, die beim Lernen noch irgendwie geblieben sind, wo du dir die letzten Informationen aus deinen Klausuren rausziehen kannst, die du noch nicht kanntest. Und du löst eben einfach nicht jeden Tag eine Klausur durch und arbeitest die systematisch so nach, dass du dann auch das Wissen und die nötige Klausurtechnik daraus ziehst. Denn wenn du nicht regelmäßig Klausuren übst und jeden Tag mal mindestens eine Klausur durchlöst, dann wirst du am Ende nicht auf der Metaebene diese Fähigkeiten entwickelt haben, dass du die Muster erkennst, nach denen Juraklausuren immer funktionieren. Weil Juraklausuren haben so eine eigene Logik und irgendwann mit viel Klausurübung wirst du eben an dem Punkt sein, dass du einfach erkennst, wie ein Fall funktioniert und in welchen Richtungen du abbiegen musst, damit der Fall perfekt aufgeht und du die Musterlösung triffst. Das wirst du einfach sehen. Du wirst einfach diese Pattern Recognition bei dir entwickelt haben und das schaffst du nur durch eine systematische Anwendung. Das heißt, wenn du Klausuren gerade noch nicht mal bestehst, dann ist das vielleicht und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch was bei dir noch nicht in deinem Alltag drin ist. Und der dritte Punkt, weshalb Jurastudenten so schlechte Noten bekommen und nicht mal 4 Punkte und mehr regelmäßig schaffen, ist, dass du natürlich nicht nur beim Lernen Sachen hast, die noch ineffizient sind, die du noch verbessern könntest, sondern dass vor allem auch bei der Klausurtechnik bei dir noch irgendwas schief läuft, dass da bei dir noch Sand im Getriebe ist und dass da ein paar Basics es noch gibt, die du aktuell noch falsch machst. Punkt Nummer 1, ganz ehrlich, ich habe jetzt mittlerweile so viele Klausuren gesehen, die schlecht bewertet werden. Die Klausuren sehen einfach scheiße aus. Also jetzt mal ganz ehrlich, jemand, der es nicht mal hinbekommt, eine Klausur abzugeben, die einfach ordentlich strukturiert ist, wo man sich die erste Seite anguckt und die ist einfach ordentlich, da sind Absätze, da ist ein Einleitungssatz und da ist ein bisschen ordentlicher Gutachtenstil, cringe. Also wenn man das nicht mal hinbekommt, auf diesem absolut offensichtlichen Level, an dem erstbesten, was jedem auffallen würde, an den eigenen Klausuren zu arbeiten, lost. Also da habe ich auch kein Verständnis mehr für. Aber das sind häufig so Sachen, die dann schon falsch laufen. Was läuft dann noch falsch an den Klausur-Basics? Dass die Leute nicht mal Absätze machen nach jedem Absatz. Also dass das einfach so ein Fließtext ist, der aneinander geklatscht ist, wo nicht mal Absätze benutzt werden. Auch zero effort, das einfach zu ändern, um bessere Punktzahlen zu bekommen. Dass nicht mal ein Einleitungssatz hingeschrieben wird oder dass die Klausur auch nicht mal fertig wird. Das heißt, Leute haben wirklich jahrelang immer wieder Zeitprobleme in Klausuren und schaffen es eben nicht, ihre Lösung so hinzuschreiben, dass sie mit der Klausur fertig werden und alles ungefähr in der Dichte, in der sie sich das in der Lösungsskizze zusammengeschrieben haben, hingeschrieben bekommen, sodass sie dann am Ende eine fertige Bearbeitung abgeben. Denn auch das ist einer der wichtigsten Faktoren, um hohe Punktzahlen zu bekommen. Und es gibt eine konkrete Methode, zum Beispiel vermittle ich den Teilnehmern in meinem Training die Seitenzahlmethode, mit der du eben sicherstellen kannst, dass du garantiert immer fertig wirst, damit deine Lösungsskizze hinzuschreiben. Und ja, auch das läuft bei den meisten noch nicht, die es noch nicht schaffen, ihre Klausuren zu bestehen. Und natürlich, dass sie nicht die Basic-Lösung finden, die einfach nur daraus bestehen würde. Ein paar Prüfungsschemata, die in der Regel absolut trivial sind, ineinander zu verschachteln oder einfach nur aneinander zu klatschen und da dann in einem einigermaßen okayen Stil die Sachen runterzuprüfen. Dass einfach dieser Basic-Stil noch nicht passt, dass man noch keine Absätze macht und dass man nicht diesen Vierschritt einhält und noch nicht erkannt hat, dass jede Klausur in Wahrheit einfach nur ein absolut simples Baukastensystem ist, weil am Ende ist es einfach. Man muss einfach nur einmal diese Basic-Struktur in seine Klausuren reingebracht haben. Und wahrscheinlich fehlen entweder alle 3 dieser Sachen oder 2 dieser Sachen oder vielleicht fehlt auch nur eine dieser 3 Sachen bei dir in einem höheren Maße, was dann dazu führen wird, dass du deine Klausuren noch nicht bestehst. Und was du machen kannst und noch machen musst, wenn du höhere Ziele hast, höhere Ambitionen und auf ein höheres Punktlevel kommen willst, wenn du deine Klausuren wirklich mal systematisch und sicher bestehen willst oder du bist schon auf einem Niveau von 4-5 Punkten und willst aber einfach höher kommen, um 7-8 Punkte, vielleicht sogar 9 Punkte, gibt es auch viele, die mir das sagen, dann musst du bestimmte Dinge bei dir umsetzen. Nämlich, dass du erstmal ein
effektives Lernsystem hast, mit dem du wirklich sicherstellst, dass du das Präsenzwissen auswendig lernst auf eine bestimmte Art und Weise, indem du das filterst und festhältst und systematisch wiederholst und dass du auch eine systematische Anwendung in deinem Lerntag hast und jeden Tag Übungsklausuren durchlöst, weil, wie gesagt, ohne das geht es eben nicht und dass du dann zusätzlich zu diesem Lernsystem die richtige Klausurtechnik adaptierst. Das predige ich auch immer wieder, weil es einfach das Wichtigste ist, was du machen kannst, damit du in Klausuren eben nicht mehr diese offensichtlichen Basics falsch machst, damit du nicht denkst, du musst jetzt die ganze Zeit irgendwelche Details, irgendwelche Theorien, irgendwelches Fachwissen lernen und in Wahrheit machst du aber schon keine Absätze und verkackst den Gutachtenstil oder sowas, sondern es gibt bei der Klausurtechnik einfache Schritte, wie du systematisch richtig deine Klausuren durchsystematisierst, dass du wirklich eine konkrete Herangehensweise hast, wie du Schritt für Schritt Klausuren durchlöst, damit du all diese Probleme automatisch löst, damit du genau weißt, wie benutze ich den Gutachtenstil richtig, wann benutze ich welchen Klausurstil, wie mache ich meine Lösungsskizze, wie stelle ich dann die Probleme richtig dar, wie baue ich die auf, dass es immer überzeugend ist, etc. Da gibt es alles für alles simple Lösungen, die sich schon bewährt haben, zigfach im Examen, die du einfach noch nicht kennst, die dir einfach noch fehlen, die du bei dir einfach implementieren müsstest, um sofort auch erhebliche Sprünge sehen zu können und das in den Griff zu bekommen. Das Problem ist nur, niemand wird dir diese Informationen, die du auf der Metaebene gerade brauchst, einfach so auf dem Silbertablett servieren, den du an der Uni triffst oder der deine Klausuren korrigiert, sondern du brauchst Hilfe und Informationen von außen, um das einmal auf das richtige Level bei dir zu setzen. Und dann wirst du auch dieses Problem, dass du aktuell vielleicht noch in Klausuren durchfällst und noch nicht deine Punktzahlen erreichst, auch lösen können, befriedigen. Das heißt, wenn das bei dir die Themen sind oder du dich da in einem oder mehreren Punkten, die ich gerade genannt habe, wiedererkennen kannst und bis zu diesem Punkt geblieben bist, dann empfehle ich dir, und ich spreche jetzt wirklich zu dir persönlich, melde dich für ein kostenfreies Beratungsgespräch an, weil da gucke ich mir deine Situation in der Tiefe an, da setzen wir uns intensiv zusammen, du schilderst mir deine Situation und dann sage ich dir genau, was bei dir die nächsten Schritte sind, die nächsten Hebel, damit du wirklich jetzt es schaffen kannst, deine Klausur zu verbessern, damit du endlich deine Klausuren sicher bestehst, damit du nicht mehr diese Unsicherheit die ganze Zeit hast, damit du nicht mehr die ganze Zeit durch Klausuren durchfällst, demotiviert bist, dich fragst, wie du überhaupt das Examen schaffen sollst, wenn es so weitergeht, sondern dass du weißt, okay, jetzt habe ich wirklich eine Sicherheit und ein System und das will ich einmal auf den richtigen Weg setzen, damit du auch endlich mal wieder ein bisschen Hoffnung hast in Bezug auf dein Examen, dass du dann am Ende auch wieder einen Lichtblick siehst, dass du dein Examen doch noch gut schaffen kannst und dass du auch dir die berufliche Freiheit damit ermöglichen kannst, weswegen du das Ganze ja überhaupt machst, dass du dir zeigen kannst, dass es doch geht. Alles, was du dafür tun musst, ist, dass du auf www.jura-masterclass.de gehst, dich dort kurz einträgst für das kostenfreie Beratungsgespräch. Dann rufe ich dich zeitnah an, wir schauen, ob das Ganze passt, ob und wie ich dir weiterhelfen kann und dann wird das Ganze auch erfahrungsgemäß schnell besser werden bei dir. Also, wir sehen uns im Beratungsgespräch hoffentlich und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg und hoffe, diese Folge hat geholfen. Bis zur nächsten Folge, dein David. Ciao.